Die Kleinstadt im Landkreis Rostock ist vor allem durch das Münster, die Kirche des ehemaligen Zisterzienserklosters, deutschlandweit bekannt. Doch nur wenige wissen, dass der Ursprung des Klosters in dem heutigen Ortsteil Althof liegt. Vor 850 Jahren kamen Mönche aus dem niedersächsischen Amelungsborn hierher, um das erste Kloster Mecklenburgs zu gründen. Münsterkustos Martin Haider und Joachim Frenkel vom Althofverein setzen sich dafür ein, dass dieser besondere Ort noch bekannter wird. Von dieser frühen Zeit ist baulich gar nichts erhalten geblieben. Das werden sicherlich Holzbauten gewesen sein, in denen die Mönche einzogen. Und erst dann in der Zeit, nachdem das Kloster zerstört wurde und in Doberan neu eröffnet wurde, war ja hier in Althof ein Klosterhof, der Alte Hof oder Antiqua Curia im Lateinischen. Und erst in dieser Zeit entsteht dann um 1300 die Kapelle, ein Gebäude für wahrscheinlich wirtschaftliche Nutzung, was heute noch als Ruine erhalten geblieben ist. Und über die bauliche Datierung war bisher relativ wenig bekannt oder es war sehr widersprüchlich. Es deutet aber sehr viel darauf hin, dass diese Kapelle um 1300 entstanden ist. Zum Beispiel eine Inschrift, in der es um Wojtsława, die Gemahlin des Klosterstifters Pribislav, geht, aber auch besondere Fliesen im Chorraum. Nach der Auflösung des Klosters 1552 im Zuge der Reformation wurde die Kapelle nicht mehr als sakraler Ort gebraucht. Lange Zeit diente sie als Backhaus. So muss sie bis 1822 ausgesehen haben, bis der Blitz einschlug. Doch Großherzog Friedrich Franz I. veranlasste schnell den Wiederaufbau, zunächst für eine eher museale Nutzung. Wir haben uns ständig die Frage gestellt, was gab es dafür für einen Anlass? Na klar, der Badebetrieb hier, das Promenieren nach Althof, das war sicherlich ein Grund, aber ich nehme mal an, dass die Jagd auch von großer Bedeutung war. Wir haben nebenan den Hütter Wohlt und alle Adligen haben großen Wert gelegt auf Jagd. Es gab verschiedene Streitereien diesbezüglich auch mit Rostock. Und so meine ich, dass man den einen oder anderen Ausflug vom Hütter Wohlt möglicherweise hin nach Doberan oder nach Hütten genutzt hat, um die Ecke hier zu inspizieren und hat dann verschiedene Ideen gehabt, den Standort weiterzuentwickeln. So wurde um dieselbe Zeit hier vor der Kapelle ein englischer Landschaftspark angelegt. Heute kann man kaum noch erahnen, dass dies ein sehr beliebtes Ausflugsziel war. Hier gab es schöne Brücken, Wasserläufe und anhand der Lithografien, die überliefert sind und im Kupferstichkabinett in Schwerin liegen, kann man es ganz gut nachvollziehen, wie schön das hier alles gestaltet war. Auch eine Gastronomie an der Althöfer Wassermühle gehörte dazu. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war die Mühle noch in Betrieb. Martin Haider und Joachim Frenkel haben zum 850. Jubiläum Althofs umfangreiche Recherchen bis in die Gegenwart hinein betrieben, mit dem Ziel, zwei ganz unterschiedliche Publikationen zu erstellen, die sich aber gut ergänzen. Also wir wollen mit unserer Jubiläumsschrift in Broschürenform vor allen Dingen die letzten 150 Jahre darstellen, mit Schwerpunkt wiederum Entwicklung des Dorfes der Landwirtschaft von 1945 bis heute. Ja, und im Band über Althof geht es ja um die gesamte Zeit seit der Klostergründung im Mittelalter bis in die Gegenwart. Besonders die Zeit nach der Klosterauflösung, also ab Mitte des 16. Jahrhunderts, hat Martin Haider interessiert, denn die fand in den bisherigen Forschungen kaum Beachtung. Es ist die Zeit, als Althof herzoglicher Pachthof war. Die Gebäude im heutigen Ortszentrum rund um den Dorfteich gehörten dazu. Am auffälligsten das ehemalige Pächterwohnhaus. Martin Haiders Recherchen ergeben ein genaues Bild vom einstigen Hof.
So gab es eben hier in der Nähe vom Dorfteich einen Pferdestall. Dann gab es den Wagenschauer, heute als Pension genutzt. Die Heuscheune und dann eben der Bullenstall, der Schweinestall, das Pächterwohnhaus, der Schafstall dann wiederum in die andere Richtung und immer wieder mit Zäunen und Einfriedungen so eben umzäunt, dass es richtig ein Pachthof war. Und an dem Weg, der ursprünglich über diesen benannten Bahnübergang, der eben nicht mehr vorhanden ist, ging, ungefähr auf dieser Höhe war mal das Haupttor hier in diesem Pachthof. Ein Hintertor soll es ebenfalls gegeben haben. Bis ins 20. Jahrhundert hinein lebten hier Beschäftigte des Hofes. Auch die Klosterscheune wurde über Jahrhunderte genutzt. Heute ist dieses bedeutende Gebäude aus der Zeit der Klostergründung eine Ruine. Sie gilt als ältestes profanes Ziegelmauerwerk Mecklenburgs. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts begann der traurige und rasante Verfall. Wer Althof zwischen Mittelalter und Gegenwart auf einem Rundgang erkunden möchte, dem sei auch der Weg nach Hütten ans Herz gelegt. Einst war es eine wichtige Verbindung zu den bedeutenden Handelswegen nach Rostock. Auch entlang dieses schönen Wanderweges weiß Joachim Frenkel viel Spannendes zu erzählen. Wir haben ja im Mecklenburgischen Staatskalender 1910 noch die Wind- und Wassermühle Althof zu stehen. Die gab es also wirklich noch 1910. Ansonsten spielt die ja, in Erzählungen, in verschiedenen Berichten nirgendwo eine Rolle, diese Windmühle. Aber eben der Windmühlenberg, auch die Flur heißt so, liegt vor uns, hier auf dem Acker. Joachim Frenkel hat vor allem die jüngere Geschichte Althofs aufgearbeitet, insbesondere die LPG-Zeit ab 1952. Eine landwirtschaftliche Nutzung gab es einst auch an dieser Stelle. Heute ist davon nichts mehr zu sehen und der Wald erobert sich die ehemalige Weidefläche allmählich zurück. Althof hat sich insbesondere nach der Dorferneuerung in den Jahren 2007 bis 2011 zu einem idyllischen Wohnort entwickelt. Im Jahr 2018 gab es hier 167 Einwohner. Martin Heider und Joachim Frenkel sind froh, dass viele Althöfer Fotos zu den Jubiläumspublikationen beigetragen haben. Bis Ende Juni sollen Buch und Broschüre erscheinen.